Ich weiß nicht, mit welchem Lebenshintergrund du in das Leben eingestiegen bist, ob du viel Unterstützung hast und viele Vorteile hattest oder eher Nachteile. Bei mir gab es eine ganze Reihe von Nachteilen, mit denen ich ins Leben gestartet bin. Nicht nur meine Gesundheit, die angeschlagen war, oder meine Eltern, die fast allem, was mich interessiert hat, nicht unterstützt haben, oder schließlich auch meine Freunde und meine Verwandten, die gesagt haben, aus dir wird niemals ein guter Unternehmer und wie kann man so blöd sein, seine sicheren Angestelltenverhältnisse zu verlassen. Deshalb werde ich dir in diesem Video anhand einiger relevanter Beispiele aufzeigen, wie scheinbare Nachteile echte Vorteile werden können. Und ich werde dir auch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, Methoden an die Hand geben, wie du deine Nachteile umwandeln kannst in Vorteile. Hierzu gibt es eine gute Geschichte von vier Palmen, die mitten in einer Wüste an einer Oase standen und noch relativ jung waren, wachsen wollten, groß werden wollten, um schließlich auch Früchte zu tragen und den Reisenden Schatten zu spenden. Doch eines Tages löste sich in einem großen Wüstensturm direkt vom Berg ein Stein und der fiel hinunter und direkt auf den Kopf der einen jungen Palme. Was hatte das nun zur Folge? Nun, alle anderen Palmen, die an der Oase standen, die konnten frei wachsen, die hatten keine Nachteile, die Luft nach oben war frei, kein Stein lag auf ihrem Kopf wie bei dieser einen Palme, die sich bemühte, nur Millimeter um Millimeter zu wachsen. Nach einigen Jahren waren die drei anderen Palmen große, ausgewachsene, gereifte Palmen. Und bei den ersten begannen schon die ersten Früchte sichtbar zu werden. Die ersten Kokosnüsse wuchsen an den Palmen. Und was machte die kleine Palme? Die kleine Palme sah die anderen Palmen, wie sie in die Höhe schossen, prächtig, wunderbar anzusehen waren und sagte, so will ich auch werden. Aber sie konnte es nicht, denn sie hatte diesen Stein, diesen Felsen direkt auf dem Kopf. Also strengte sie sich an und wuchs in die Breite und dann verlagerte sie ihr Wachstum nach links und nach rechts und nur ganz langsam schoss dieser kleine, krüppelige Baum in die Höhe. Aber eine echte, schöne Palme wurde diese Palme nicht. Eines Tages kam eine Beduinenfamilie des Weges mit ihren Kamelen. Sie kommen gerade aus einem frischen Sturm, haben ihre gesamte Zelte verloren, die ganzen Zeltstangen sind alle zerbrochen und sie brauchen dringend neues Holz. Und sie kommen an die Oase und sehen dort an dieser Oase drei wunderschöne, gerade gewachsene Bäume. Und sie denken sich, diese Bäume sind doch der perfekte Ersatz für unsere Zeltstangen, die gerade im Sturm zu Bruch gegangen sind. Und so machte sich die Beduinenfamilie ans Werk und fällte alle drei Palmen, die schön gerade gewachsen waren. Übrig blieb nur die kleine, verkrüppelte Palme. Und als die Beduinenfamilie die Oase verließ, da stand nur noch ein einziger Baum an der Oase und spendete Schatten für Wanderer, die des Weges kamen. Und auch diese Palme, diese verkrüppelte kleine Palme, die zu unattraktiv war, gefällt zu werden, blieb übrig und war die einzige, die sich dort vermehren konnte, die neue Palmen erzeugen konnte, die einzige, die tatsächlich noch Früchte produzieren konnte und weiteren Wanderern in Zukunft Schatten spendet. Was können wir aus dieser Geschichte für dein und mein Leben lernen? Nun, es gibt Menschen, die sind mit mehr Vorteilen und andere mit mehr Nachteilen gestartet. Aber den Unterschied im Lebenserfolg bestimmt das nicht. Vielmehr entscheidet es, was du daraus machst. Und die kleine verkrüppelte Palme hat sich entschlossen, trotzdem weitermachen, nicht aufzugeben. Trotz des Mobbings der anderen schönen, geraden Palmen. Huhu, wie sieht die denn aus? Die kann ja nichts, aus der wird nie was. Diese Palme hat weitergemacht und heute ist sie die einzige, die noch steht. Und solche Lebensgeschichten bei Menschen gibt es tatsächlich viele. Und vielleicht kennst du die Geschichte von den zwei Brüdern, wo einer als junger Mann vom Pferd fällt und sich das Bein bricht und ab sofort hinkt, also nicht mehr richtig laufen kann. Sein Bruder aber, ein junger, fitter, gut aussehender, durchtrainierter Mann, wird kurz darauf von der Musterungsbehörde zum Krieg eingezogen. Und keine drei Wochen später fährt er mit seinem Fahrzeug auf eine Mine und ist tot. Auch Alan musste mit seiner Mutter, nachdem sie sich von ihrem Vater getrennt hat, das Land verlassen, Südafrika verlassen und nach Kanada und den USA ziehen. Und eines Tages wollte Alan seiner Mutter auch Geld schicken, konnte es aber nicht. Aber er hat aus diesem Problem sich nicht selbst leid getan, sich darüber beklagt, sondern hat einfach eine Lösung gefunden und hat damit PayPal entwickelt. Das bedeutet also, es liegt auch an dir, aus scheinbaren Nachteilen oder Problemen, die das Leben mit sich bringt, Lösungen zu erschaffen. Und diese Lösungen können nicht nur für dich einen Mehrwert abbilden, sondern für die gesamte Welt. Und wenn du mit PayPal schon mal bezahlt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Denn sowohl am Vertrieb als auch als Coach und Berater war es mir erlaubt, in viele hundert, sogar in viele tausend Familien und Biografien persönlich hineinschauen zu dürfen.
Und das, was ich beobachtet habe, dass aus den Menschen, die mit vielen Vorteilen ins Leben gestartet sind, nicht unbedingt die erfolgreichsten und glücklichsten Menschen geworden sind. Wenn du also in einem Elternhaus groß wirst, wo deine Eltern alle Probleme für dich lösen und die so viel Geld haben, dass sie alles für dich kaufen, was du dir wünschst, dann hast du tatsächlich ein echtes Problem. Denn du lernst die Wirklichkeit nicht kennen, du lernst deine Potenziale nicht kennen, du lernst die Systeme in der Wirtschaft nicht kennen, wie man Beziehungen baut und Werte schafft und auf dem freien Markt auch handelt. Aber das Allerschlimmste ist, dass du wahrscheinlich nicht lernen wirst, aus Problemen Lösungen zu machen. Und deshalb glaube ich persönlich, dass du gar nicht genug Probleme und Nachteile im Leben haben kannst, um dich zu trainieren, wie in einem Fitnessstudio. Dort gehst du auch nicht zu einem Gerät, sondern zu möglichst vielen Geräten und trainierst alle Arten von Problemen und Widerständen, die dir dort möglich sind. Also wenn du bestimmte Nachteile hast, dann überleg dir, wie daraus ein Vorteil für dich oder für andere auch werden kann. Erfinde etwas Neues, ein Portal, eine Technologie, ein Geschäftsmodell, eine neue Lehre, eine neue Kultur, ein neues System, eine neue Methode. Und erinnere dich immer wieder an die beiden Brüder, wo der eine im Krieg gestorben ist. Du weißt nie, was die Zukunft bringt. Du weißt nie, wozu das, was heute ein scheinbarer Nachteil ist, morgen ein echter Vorteil werden kann. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Zukunft sinnvoll, strategisch zu gestalten, Konzepte zu entwickeln, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind nicht nur gut in ihrem Expertenwissen, sondern auch Coaches und begleiten dich gerne bundesweit dabei, deiner Zukunft Richtung zu geben. Also aus dem, was du an Ressourcen, Möglichkeiten und Potenzialen, Talenten hast, das Beste zu machen. Also buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du mit Daumen hoch unser Video bewerten und den Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in die Zukunft. Mache also aus deinen Nachteilen Vorteile und bewerte die scheinbaren Nachteile um und such dir Möglichkeiten aus, wo diese Nachteile deine Vorteile wären. Und vielleicht bilden sie genau dein Alleinstellungsmerkmal ab, was andere nicht haben.